Ich begrüße Sie. Mein Name ist Andrea Dörr. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und systemische Paartherapeutin und praktiziere seit 25 Jahren. Im Folgenden möchte ich Ihnen meinen Kurs Weniger bringt oft mehr kurz vorstellen. In was für einer Zeit leben wir? In der Tasche steckt das neueste Smartphone, die Küche quillt über von diversen Maschinen, die uns unsere Arbeit noch mehr erleichtern sollen, und im Wohnzimmer stapeln sich die Fernbedienungen. Welche war jetzt gleich die für den DVD-Player? Wir leben in einer Zeit, die noch nie zuvor so gefüllt war mit materiellem Überfluss, digitaler Kommunikation, zunehmend mehr in dieser Corona-Zeit, und vielfältigsten Angeboten zur Lebensgestaltung. Welche Lücken füllen wir mit immer mehr Besitz, immer mehr elektronischen Medien, immer mehr Terminen im Kalender? Im Grunde wünschen sich viele Menschen, weniger zu konsumieren, das Handy auch mal auszuschalten, sich nicht so getrieben zu fühlen. Das zu erreichen ist möglich, nur gelingt es nicht von jetzt auf gleich. Für das seelische Wohlbefinden gilt, weniger ist besser. Doch was ist verzichtbar? Wie schafft man es, aus dem Hamsterrad des Alltags auszusteigen und den Überfluss zu reduzieren? Wie schärfen wir unseren Blick auf das Wesentliche? Der berühmte Inder Mahatma Gandhi war ein Meister des einfachen Lebens. Heute würden wir sagen, ein Minimalist. Er besaß, abgesehen von seinem Gewand, nur 5 Dinge: Brille, Taschenuhr, Sandalen, Teller, Schüssel. Weder annehmen noch besitzen, was man nicht wirklich zum Leben braucht, lautete sein Motto. Zufriedenheit und Glück lassen sich durch wachsenden materiellen Reichtum und immer größere Konsumoptionen nicht beliebig erhöhen. Ab dem Punkt, wo man alles hat zum Leben, schlägt die Erwartung um in Unzufriedenheit. Die Konsumgesellschaft, in der wir leben, versucht ständig, Bedürfnisse materieller Art zu wecken, von denen wir noch gar nicht wussten, dass wir sie haben. Was hilft uns, Widerstandskraft zu entwickeln gegen Konsumverlockungen? Was unterstützt uns, loslassen zu lernen? Wie lernen wir in dieser Überflussgesellschaft wieder die Fülle der Einfachheit genießen? Das Haben-Wollen zielt heute nicht nur auf den Besitz materieller Dinge, sondern stets auch Zugang zu den digitalen Erlebniswelten haben zu wollen. Wie groß ist die Angst geworden, etwas zu verpassen? Wie oft werden Handys gezückt? In dieser Corona-Zeit sind wir wieder mehr auf uns selbst zurückgeworfen. Kontakte sind meist sehr minimiert, Veranstaltungen können nicht stattfinden. Wir hätten Raum, einen Blick auf unsere Lebensbereiche zu werfen und uns die Frage zu stellen, was ist für mich wirklich wesentlich? Wir hätten auch mehr Zeit, unsere Wohnung mal gründlich zu entrümpeln, unsere Beziehung unter die Lupe zu nehmen und achtsamer für unseren Körper zu sorgen. Darum soll es in diesem Kurs gehen. Diesen 3 Bereichen wollen wir uns zuwenden. Ich möchte Ihnen in diesem Seminar Strategien, Impulse und Anregungen dazu vermitteln. Und wir werden uns mit den bewussten oder unbewussten Blockaden beschäftigen, die uns hindern, mehr Energie in unser Leben zu bringen. Radikales Ausmisten wirkt auf die Seele wie ein symbolischer Schlussstrich unter die Vergangenheit. Da können sich alte Bindungen an das Gestern lösen und frische Energien für das Heute und Morgen bereitgestellt werden. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.